Ja, hallo meine Lieben, mein Name ist Kentaro von dem deutschen RPG Maker MV Forum. Heute mal mit einem neuen Tutorial-Video. Und zwar wollen wir heute ein kleines Farming-System, also ein Landwirtschaftssystem einbauen. Das ganz ohne Plugins und ohne Variablen. Und ja, wir sehen hier schon, ich habe hier eine neue Map. Und hier sind einige Events. Ich klicke jetzt mal das erste Event hier an. So, dann habe ich hier schon einige Sachen stehen. Als erstes Auswahlmöglichkeiten zeigen. Das heißt, das kommt, da kommt, wenn wir das Feld anklicken, kommt dann die Auswahlmöglichkeit entweder Pflanzen oder zurück. Wenn wir auf Pflanzen gehen, habe ich das so eingestellt, dass wir eine bedingte Verzweigung haben. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Samen, um überhaupt etwas pflanzen zu können. Wenn wir keinen Samen haben, dann wird uns das dementsprechend hier angezeigt. Und ich kann hier nochmal raufklicken. Gegenstand. Samen oder was auch immer ihr da habt und dann Verzweigung erstellen oder auf OK. Dann pflanzen wir praktisch den Samen, verlieren dementsprechend ein und dann geht das auf die nächste Seite. In der nächste Seite, da wird uns dann praktisch ja so eine Grafik angezeigt, so eine Samengrafik und paralleler Prozess, ganz wichtig. Und dann warten. Also 240 Frames. Und dann Selbstschalter B ein. Und dann ist die Pflanze praktisch ausgewachsen. Und dann können wir die Gegenstände, wenn wir die Pflanze anklicken würden, würden wir die Gegenstände erhalten. Zweimal Traube. Und danach am besten Selbstschalter steuern B aus und A auch aus, weil dann landen wir wieder hier. Auf der ersten Seite. Das heißt, wir können das dann praktisch immer wiederholen. Ne, solange wir die nötigen Materialien dafür haben. Gut, schauen wir uns das Ganze jetzt einmal in-game an. So, hier haben wir unser Feld, das klicke ich mal an. Keine Samen. Hier ist zufälligerweise eine Truhe. Und da finden wir Samen. Und dann klicken wir nochmal das Feld an, klicken wieder auf Pflanzen. Und wir sehen, die Grafik hat sich hier geändert. Und da kommen auch schon die ersten Pflanzen. So, wir sehen, wir haben aktuell nur die Samen aus der Truhe. Jetzt klicken wir das Ganze nochmal an. Und jetzt sehen wir, wir haben Trauben geerntet. Gehen wir nochmal ins Menü, genau, und dann sehen wir hier die Trauben, die wir haben. Ja, es war relativ einfach. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ciao!